Jo, sind wieder bei Fire Emblem The Sacred Stones. Beim letzten Mal haben wir Schloss Renate zurückerobert, haben einen entwickelten Ephraim. Und, ich wollte eigentlich in den Laden nochmal rein. Die Items, ich glaube, ich habe die nochmal etwas anders verteilt, da ich beim letzten Mal anscheinend nicht richtig gespeichert habe und jetzt eben auch nochmal die ganzen Items nochmal neu verteilen musste. Diesmal habe ich die KP auch eher Evan gegeben, weil Evan so wenig Verteidigung hat und so oft da getroffen wird. Aber gut. Wir wollen nun zum Narobe-Fluss, weiter in Richtung Rausten. Die heiligen Steine, die einst den Dämonenkönig besiegt haben, sind stets von einem beharrlichen und schimmernden Licht umgeben. Die heiligen Steine sind die einzige Macht, die es vermag, die Dunkelheit zu besiegen. Sie sind die letzte Hoffnung der Menschheit. Es war natürlich zu erwarten, dass das Böse danach trachten würde, die heiligen Steine zu zerstören. Keine andere Macht kann hinter dem Vorhaben stehen, die Steine in ihren Besitz zu bringen. Ephraim trifft auf einen Freund aus den aus Tagen seiner Kindheit. Leon. Kapitel 17. Fluss des Bedauerns. Zwei Jahre zuvor. Wie hast du vor, den Heiligen Stein einzusetzen, Leon? Glaubst du wirklich, du kannst dir seine Macht nutzbar machen? Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen, aber es besteht kein Zweifel an der Macht, über die Heiligen Steine verfügen. Und der Stein von Grado scheint besonders stark auf meine dunkle Magie zu reagieren. Es liegt vermutlich daran, dass er sowohl über heilige als auch über dämonische Eigenschaften verfügt. Trotzdem, wenn ich meine Studien nur ein wenig intensiver verfolge, ich glaube, ich könnte bald in der Lage sein, mit Hilfe des Steines die Krankheit meines Vaters zu heilen. Wenn dies funktioniert, so vermag ich nicht zu sagen, wie vielen anderen Menschen ich auch noch helfen kann. Glaubst du, das wäre weise? Die Macht, die in diesen Steinen ruht, liegt jenseits unseres Verständnisses. Mein Vater sagte mir, dass die Steine über eine Macht verfügen, mit der man nicht spielen sollte. Ja, Vater McGregor ist auch dagegen. Deswegen gewähren sie mir immer noch keinen Zugriff auf Grados Stein. Für den Moment reichen mir die Energien, die den Stein umgeben. Doch sie sind nichts im Vergleich mit der rohen Kraft des Steins selbst, aber wenn ich Vater McGregor einen richtigen Fortschritt beweisen kann, dann vielleicht eines Tages die heiligen Steine zum Zwecke des Studiums der Magie einzusetzen. Ephraim, Erika, was denkt ihr beide? Die göttliche Macht der heiligen Steine auf diese Weise einzusetzen? Ihr glaubt auch nicht, dass dies eine besonders gute Idee ist, nicht wahr? Es ist nur so, dass ich rein gar nichts über Magie weiß. Wenn es irgendeinen Weg gäbe, dir dabei behilflich zu sein, so würde ich es wohl tun, aber ich kann es einfach nicht. Aber Leon, ich habe gesehen, wie du hart arbeitest, um anderen zu helfen. Ich weiß, wie sehr du nach dieser Macht strebst, um andere glücklich zu machen. Ich weiß diese Dinge, weil ich dich kenne. Ich weiß diese Dinge und weil ich dich kenne, vertraue ich auf deine Absichten. Ephraim. Wenn du danach trachtest, die Macht des Heiligen Steins für gute Zwecke zu nutzen, so glaube ich, dass es dir gelingen wird. Ich werde bei diesem Unterfangen stets hinter dir stehen. Ich stimme Ephraim voll und ganz zu. Jede Nacht verbringst du in der Bibliothek, liest alles über Heilmethoden für die Krankheit deines Vaters. Die Macht der Heiligen Steine ist viel zu groß, um für persönliche Vorteile eingesetzt zu werden. Doch du, Leon, ich glaube, du wirst es schaffen. Du bist der sanftmütigste Mensch, den ich kenne. Ich danke euch, euch beiden. Diese Worte von euch zu hören bedeutet mir sehr viel. Eigentlich, und dies wurde bis jetzt noch nicht publik gemacht, aber mit dem Wissen, das ich bisher erlangte, konnte ich bereits jemanden retten. Das ist dir gelungen? Oh ja, vor einiger Zeit wütete ein Feuer in Seraphie und ein kleines Mädchen war von den Flammen eingeschlossen. Ihre Verbrennungen waren schrecklich. Selbst die Heilstäbe konnten ihre Verletzungen nicht mehr heilen. Doch nur ein Splitter der Macht des Steins reichte aus, um ihr wieder Leben einzuhauchen und ihre Wunden heilen zu lassen. Wir haben das Leben dieses Mädchens gerettet, Ephraim. Auch wenn ihr nur die Freudentränen in den Augen ihrer Mutter hättet sehen können. Du hast es wirklich vollbracht? Du bist etwas Besonderes, Leon. Ich gratuliere dir. Nun, danke, aber es gibt noch vieles zu tun. Trotzdem bin ich froh, um ehrlich zu sein, ich möchte nur in der Lage sein, den Menschen helfen zu können. Ich möchte die alte Magie für das Allgemeinwohl einsetzen. Danach trachte ich. Leon. Und wenn meine Forschungen voranschreiten, werde ich noch viel mehr vollbringen können. Momentan verfügen wir nur über das Basiswissen darüber, wie die dunkle Magie funktioniert. Vielleicht können wir sie dazu einsetzen, nicht nur Wunden zu heilen, sondern auch Seuchen aufzuhalten. Was wäre, wenn wir in die Zukunft blicken könnten, Katastrophen vorhersagen, Berge versetzen könnten? Schön langsam, Leon. Du kannst dir nicht so viel auf einmal aufbürden. Welchen Nutzen hättest du davon, den Leuten zu helfen, wenn du dich selbst dabei opferst? Oh, ja, natürlich, Verzeihung. Ich ließ mich mitreißen. Du hast ein weiches Herz, Leon. Ich wette, du hast dir noch gar keine richtige Pause gegönnt. Daher folgendes. Heute gehen wir gemeinsam in die Stadt. Und du kommst mit uns, Leon. Was? Aber Ephraim, du musst noch eine Geschichtsarbeit abliefern. Wir nehmen uns heute frei. Komm, gehen wir. Aber Ephraim, es ist ja nur für einen Tag und ich werde es niemandem verraten. Wäre es nicht schön, wenn wir drei einen Tag zusammen in der Stadt verbringen würden? Ephraim, Erika, ich danke euch vielmals. Bin glücklich, euch beide meine Freunde nennen zu dürfen. Und dann schreibst du die Arbeit für mich, Leon. Was? So haben wir dich gewettet.
Wir haben den Stein von René. Der letzte Stein, der letzte der Heiligensteine befindet sich in Rausten. Lascha, könnt ihr uns irgendetwas über den Stein von Rausten berichten? Aber natürlich, als Rosten-Prinzessin weiß ich ein oder zwei Dinge über unseren Stein. Das der Reliquienschrein des Palastes beherbergt zur Zeit unseren eiligen Stein. Folgt mir und ich bringe euch dorthin. Ich habe Frelias Armee vorausgeschickt. Sie sollte bereits auf dem Weg nach Rosten sein. Wenn wir uns beeilen, können wir sie an den Ufern des Narube einholen. Zögert nicht, zeigt die Macht von Frelia! Da! 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 Alle nur umsterben. Lady Serene, der Feind kommt hier entlang. Bist du dir sicher? Gerade wurde bezwungen und dennoch kämpfen sie weiter? Sie sind auch noch stark. Ihr frillianischen Narren seid von diesen Kerlen ausgelöscht worden. Oh nein, das bedeutet unser Ende. Wart alle die Ruhe. Wenn ihr in Panik geratet und flieht, wird euch der Feind umzingeln. Bleibt jedoch hier und verhaltet euch ruhig, so verspreche ich, euch alle zu beschützen. Lady Serene. Bruder, sieh doch dort! Ein Scharmützel. Ist das Serene? Was geht hier vor? Wir müssen in Zwölf heilen. Oh, bleibt alle stehen. Etwas Böses ist im Gange. Leon? Erika, Ephraim. Leon, wo bist du die ganze Zeit über... Erika, halt. Bruder? Leon, wir trafen uns vor kurzem auf Burgrado, nicht wahr? Erinnerst du dich, was du mir damals sagtest? Natürlich erinnere ich mich. Was soll damit sein? Du. Ich kann es gerne für dich wiederholen, wenn du möchtest. Der Untergang von René, der Mord an deinem Vater, dies war alles mein Werk. Ich, Leon, Prinz von Grado, ließ es geschehen. Leon, du lügst, das kann nicht sein. Lass dich nicht täuschen, Erika. Sei wachsam, das ist nicht Leon. Welche besamte Dinge dein Mund doch plappert. Du dachtest immer, Leon wäre sanft, fürsorglich und schwach, nicht wahr? Gib es zu. Nein, Leon, Erika und ich waren Freunde. Natürlich gab es Dinge, die wir für uns selbst behielten, aber wir teilten so viel. Und egal, was geschehen ist, wie viel Zeit vergangen ist, wir sind immer noch Freunde. Leon würde uns niemals verraten, nicht in einer Million Jahren. Du bist nicht Leon. Ich verstehe. Dann habe ich ja keinen Grund mehr, meine wahre Identität zu verbergen. Keinen einzigen. Du hast recht, dieser Körper gehört nicht mehr länger eurem jungen Leon. Ich habe sein feiges Herz schon vor langer Zeit verschlungen. Du Ungeheuer, wer bist du? Erinnerst du dich nicht wirklich? Ein Prinz von solch jämmerlicher Bildung? Denk doch nach, erinnere dich an die Legenden deiner armseligen Art. Wer war denn im Stein von Grado versiegelt? Wie lautet der Name des Schreckens? Nein, das kann nicht sein. Oh, es ist so, wie wir befürchtet haben. Das kann nur... Der große Feind des Altertums, der Dämonenkönig. So ist es. Ihr tut gut daran, meinen Namen zu fürchten. Prinz Leon war ein Schwächling und jetzt ist er tot. Das kann nicht sein. Prinz Ephraim von René, du hältst einen heiligen Stein. Gib ihn mir. Mir steht nicht der Sinn danach zu sehen, wie ein Krieger einen erbärmlichen Tod zu meinen Füßen stirbt. Beuge dein Knie. Wenn du dein Leben in meine Dienste stellst, lasse ich dich vielleicht am Leben. Denkst du, ich sei ein Narr? Du hast also eine Wahl getroffen. Eine schlechte Wahl. Aber so gewährst du mir die Chance, dir etwas Besonderes zu zeigen. Eine Macht, der kein menschliches Fleisch widerstehen kann. Ein Schrecken jenseits aller Worte. Eine Kraft, die diese traurige Welt meiner Herrschaft unterjochen wird. Ich bin der Dämonenkönig, werde Zeuge meiner Macht! Okay, nachdem wir jetzt ganz, ganz, ganz viel geredet haben, können wir jetzt auch endlich mal in die Schlacht starten. Mit unseren 12 Charakteren. Genau so viel, wie wir halt brauchen. Jo. Und Mir ist heute auch endlich mal dabei. So, schauen wir uns doch mal kurz die Karte an. Schauen wir uns mal kurz die Gegner mal an. Wir haben hier Leon. Oder böser Leon. Das sind beides nur normale Sachen. Okay. So, du hast eine Silberlanze. Ach, du hast ein Drakoschild. Den würde ich dir ja gerne klauen, aber Kolm kommt heute nicht mit. Stahlaxt, Silberlanzen. Sind die denn mit den. Sind die da unten? Okay. Oh, er kann sich sogar heilen. Aber ansonsten. Oh, eine Kriegeraxt. Ich glaube, die hole ich mir dann gleich mal. Ein Leitstern. Ja. Fimbul Winter. Schöne Anima-Magie. Nehme ich auch sehr gerne. Oh, einer mit Schnitter. Okay. Okay. Und ansonsten müssen wir uns, glaube ich, beeilen und mit Serene sprechen. Ich glaube, mit Tana reicht auch schon. Dann schließt sie sich uns an. Deswegen stelle ich mal Tana so nah wie möglich da oben hin.
Mir wird hier gleich nach rechts rüberfliegen und die einfach alle auslöschen. So mache ich das zumindest immer. Und dann kann sie von mir aus auch hier rüberfliegen und dort alle auslöschen. So, nach da links. Das sind hauptsächlich Lanzen, ganz viel Lanzen. Das heißt, Ross geht da schon mal hin. Amelia kann da gerne mitgehen. Du kommst in diese Richtung mit, dann kann von mir aus gerne Evan da hinten hingehen. Lara Shell kommt dann mit nach rechts, ja. Dich nehme ich auch mit auf die Seite hier. Ja, ich denke mal, das sollte so passen. Ja, dann legen wir los. So, ne? Geh mal darüber. Wie viel Schaden machst du? Der könnte mir etwas wehtun. Stellen wir sie mal so hin, dass immer nur einer dran kommt. Na, der... Nicht, dass mir jetzt Mörder auch noch abkratzt. Da sie am Anfang ja noch relativ schwach ist. Und vor allem trifft er auch noch so sicher so viel. Das ist etwas doof. Aber jeder von denen hat nur eine Silberschwert, Giga-Axt, Silber-Axt. Tut wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr weh. Na komm. Stellen wir sie mal dahin. Weil die stirbt ja doch sowas von weg. Trotz der guten Verteidigung. Ich hätte sie vielleicht ein kleines bisschen leveln sollen. Ja, das Problem ist noch, sind. Na, wobei, Moment. Es kann ja immer nur einer dran kommen und sie kriegt einen. Vielleicht tot, weil sie kritten kann. Aber jetzt nichts sicher. Aber 20% ist schon einiges. Na komm. Stellen wir sie jetzt da mal hin. Du fliegst da schnell nach oben hin. Du reitest auch nach oben. So, Evan, mach mal hier Bäumchen kaputt. Und du läufst da schon mal hin. Und du läufst hinterher. Und du auch. Weil ich hätte angreifen können und dann mit Purgativ heilen können. Ja gut, habe ich jetzt verpasst. So. Ich denke mal, die vier dort. Na komm, hier Marissa, du kannst auch hier bleiben. So, mal gucken, was passiert. Wo wollen die jetzt eigentlich hin? So, krittest du einfach? Nein, tust du nicht. Aber... Boah. Die kommen jetzt auch alle nur da dran, aber sie können dich nicht weiter angreifen. Ich muss mal gucken, was ich da mache. Oh, ich habe sogar noch einen Wurfball ausgerüstet. Ups. Ja gut, das reicht aus, aber trotzdem, ups. Ja. Probiert das mal, ne? Ja, Ross kämpft 2 Kämpfe und macht 2 unnötige Crits schon. Gut, Ross. Gut. Genau so muss das. Und Wurfball kaputt. Gut. Mal gucken, was er jetzt gleich für eine Waffe dann hat. Na guck mal, da kommen schon die ersten Dunkelmagier. Ich hoffe doch mal, sie ist schlau genug, da einfach wegzulaufen. Natürlich, jetzt hast du eine Meisteraxt, ne? Hätte die nicht früher kommen können? Wow. Bei einem General 0 Schaden mit Magie. Nice. Okay, sie bewegt sich einfach mal gar nicht. Dann einmal bitte, Moment, Waffen, kurz Speer ausrüsten. Nee, Moment, ich rede mal von unten mit ihr. So,
Habe ich den Kurzsperr? Ja, okay, dann einmal reden. Serene, seid ihr in Ordnung? Prinzessin Tana, ihr müsst zurückbleiben. Dieser Ort ist viel zu gefährlich. Nein, ich werde euch nicht sterben lassen. Halt durch, ich komme sofort, um euch zu helfen. Prinzessin Tana, ihr seid so erwachsen geworden. Sehr gut, ich erwarte eure Befehle, my lady. Stell dich mal dahin. So, und du rettest das kleine Mädchen erstmal und fliegst weg. Und da musste ich einmal niesen. Wer das nicht gehört hat. So, Efrain. Willst du auch jemanden retten? Kann sie eigentlich aus der Entfernung angreifen? Nein, es muss schon daneben stehen. Wie machen wir das denn jetzt hier mit dir, meine Liebe? Die haben 13 Geschwindigkeit. Du hast 5. Ja, gut. Jetzt kann ich mal kurz gucken, wie stark die anderen sind hier mit der Silberachse und der Kriegerachse, wie viel Schaden die machen würden, rein theoretisch. Der macht nur 3. Der macht 8. Und die Kriegerachse kann da. Irgendwie ist die Kriegerachse ein bisschen doof. Also ich könnte jetzt den hier angreifen, ihn besiegen und sie dann mit Purgativ heilen lassen. Ich glaube, ich kann auch von hier aus mit Purgativ heilen, ne? Ja. Ja, dann heilen wir sie mal. Ich habe trotzdem so ein bisschen Angst um sie. Vielleicht nehme ich mir zuerst da oben die Magier vor. So quasi zur Vorbereitung. Ich glaube, das ist besser. Dann kriegt sie nicht so sehr aufs Maul. Na schade, sie kommt so gerade nicht dahin. Vielleicht war es etwas übereilt, mich direkt hier mit so ganz starken Leuten da anzulegen. Ein bisschen. Sie kann sogar auch aufs Wasser. Ja, hauen wir die mal eben weg. Diese Valkyren können aber echt nichts. Die machen ja gar keinen Schaden. So, Marissa, du darfst die andere übernehmen. Wie viel machst du mit Zeit? Ui! Schöner Schaden. So. Dann wollen wir doch hier oben mal die ganze Horde mal abfangen. Hallo. Nehmen wir mal eine Stahlachse und hauen drauf. Na, Ross, dritter Kampf? Na, kein unnötiger Crit im dritten. Schade. So, und du... Naja, du kommst nicht so ganz voran, aber... Ja, nee. Behalt mal deine Meisterlanz. Nee, erstmal Stahl. So, Meister. Wie weit kommt ihr? Ich möchte jetzt nicht zwingend Evan da in die Reichweite stellen. Okay, Evan, du bleibst dort stehen. Pass auf die Gegend auf oder so. So, Efrain. Ich muss ja noch ein paar Kinder retten. Oh, ich habe es auch perfekt hingestellt, dass die Leute gerade so nicht drankommen. Gut. Ich denke mal... Ich glaube, hier kam auch keine Verstärkung von unten oder so. Deswegen... okay. Sollte das so passen... So, du versuchst was. Ui, würdest sogar Schaden machen. Aber, naja, Amele dachte sich, nope. Landspinning und tot. Nochmal? Na, diesmal ein normaler Angriff. Ja gut, 38% ist jetzt auch nicht sicher, dass es an Crit kommt. Aber es sieht trotzdem immer sehr schön aus, wenn da dann plötzlich ein bisschen rumgewirbelt wird. So, die wollen jetzt zurücklaufen.
Jetzt kommt wieder ein wunderschöner Crit. Ich glaube, der wäre sogar nötig gewesen, sonst hätte sie, ich glaube, sonst hätte sie nicht genug Schaden gemacht. Und Meisterlanze kaputt. Schade. Oh. Aber gut, es ist zum Glück nur eine Leichtlanze, mit der er angreift. Der kriegt dafür gleich einen Pfeil ins Knie. So, die versuchen da den Baum kaputt zu machen, um sich schon mal rüber zu kämpfen. Ja gut, ich glaube, die drei haben gleich mich als Problem da. Das würde mich mal interessieren, wie viel Schaden macht der denn an dir? Null. Jau. Das hat Resistenz von ihr, ne? Kann er echt nur? 1, 2, 3, 4, 5. Na gut, so rum. Na gut, dann, da der mir nicht so viel Schaden machen kann, fange ich aber trotzdem. Moment, ihn kann ich doppeln? Ach so, wegen seiner Waffe. Fange aber dann trotzdem schon mal hier an, bei den Kleinen, weil. Dann verschwende ich. Mit? Ach so, ja, stimmt, kann ich aber. Kann ich schräg. Dann fange ich, wie gesagt, bei den Kleinen an, weil dann. Kriegt sie wenigstens. Ist es keine verschwendete Erfahrung, wenn ich einen Stärkeren dann schon besiege. So, gibt er mir jetzt ein Level ab, weil sie noch Level 1 ist? Ja. Na gut. Ja, plus 2 Verteidigung. Nice. Gut. Dann wollen wir doch mal hier mal lieber. Gucken wir uns doch mal Ephraims neue Stärke an. Zack. Und weg. Jo, Ephraim haut rein. So, einen darf Natascha noch umhauen. Da reicht sogar glanzvoll aus. Also dafür, dass es entwickelte Einheiten sind, können die nichts. Also mal ganz und gar nichts. So, und du darfst den da umhauen. Trefferchance 0. Na gut, dem Crit habe ich jetzt wieder nur ein bisschen Waffenenergie gespart, aber ansonsten war der jetzt auch nicht so zwingend notwendig. Nicht wirklich. So. Für den Fall, dass sie hier gleich rüberkommen wollen, blockiere ich mal den Weg ein bisschen ab. Könnte ich irgendjemanden heilen? Auch mir braucht es jetzt gerade nicht. So. Diese Seite. Ah, es reicht gerade so nicht aus. Dann schieß mal hier mit dem Bogen drauf. Um einen KP. Schade, schade. So, dann einmal hier heilen. Mit dem schwebenden Stab sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. So, du darfst dich gerne da hinstellen, weil da gleich ganz viele Gegner nachspawnen noch. Du darfst dich gerne da hinstellen. Und du kannst dich einfach mal hier hinstellen. Wie viel Schaden würdest du dem da machen? Was hat der nochmal für eine Waffe? Kampfaxt. Joa, ne? Stell dich mal hier auf den Berg, dann habe ich, glaube ich, mehr, ja, mehr Verteidigung und mehr Ausweichen. Und hau einfach alle tot, die da so kommen. Ist ja nicht so, als wäre Ross zu schwach oder so. So, und dann sind wir eigentlich mit dem Zug schon so ziemlich fertig. Ich würde sagen, ich beende hier den Part. Beim nächsten Mal schauen wir uns an den Gegner schon zu kann und ich glaube, wir kriegen die Mission im nächsten Part sogar schon beendet. Trotz der vielen Cutscenes. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.